Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Haul für euch. Und zwar war ich beim Action, habe dort eine Kleinigkeit gekauft. Ich weiß aber, dass ich nächste Woche nochmal zum Action fahre und dass die ein oder andere kreative Sache noch bei mir einziehen wird in der kommenden Woche. Und deswegen habe ich jetzt einfach überlegt, dass ich, damit ich wieder Platz auf meinem Schreibtisch bekomme, zeige ich euch, was ich jetzt beim Action geholt habe. Und den Rest hänge ich dann einfach, wenn es angekommen ist, dran und lade das Ganze dann gemeinsam hoch. Hier ist mein Kassenzettel, den habe ich mir extra parat gelegt, um euch dieses Mal die Preise zu sagen. Und ich starte jetzt einfach mit einer Kleinigkeit, die ich für den Adventskalender von meiner Tochter geholt habe. Das war im Wochenangebot. Und zwar habe ich einmal diesen Magic Pen geholt. Mit dem kann man schreiben. Die Schrift ist dann durchsichtig und hier draußen unten ist so eine UV-Lampe. Ist das UV? Also es müsste UV sein. Es steht nicht genau da. Genau, auf jeden Fall, wenn man mit dieser Lampe dann auf die Schrift leuchtet, dann erscheint diese Schrift. Also so eine Geheimschrift quasi. Sowas hatten wir früher als Kinder auch. Meine Tochter hat sowas schon und sie feiert es. Und wenn sie jetzt noch sowas mit einem Avocado, Haufen hier oben bekommt, wird sie sich wahrscheinlich mega freuen, denn meine Kleine, ja, steht genauso auf alles, was mit Avocado zu tun hat, wie ich es eben tue. Dieser Stift hat gekostet 69 Cent. Wie gesagt, der war die Woche im Angebot. So, dann habe ich zwei Weihnachtsmützen geholt. Für meinen Partner und mich tatsächlich, weil wir nämlich zu einer Feier gehen, wo man sich so ein bisschen, ich sag mal, nicht verkleiden muss, sondern so ein bisschen, ja, so weihnachtlich selbst dekorieren darf, sage ich mal so. Und dafür habe ich die mitgenommen. Meine Kleine hat jetzt bald Weihnachtssingen und da wird sie wahrscheinlich dann auch eine Mütze davon tragen. Jetzt muss ich mal kurz suchen, wo ich die finde, aber die war wirklich spottbillig. Die hat, glaube ich, gekostet 1,24 €. Das ist schon mega, mega günstig. Ich habe mir überlegt, ob ich hier vielleicht noch was draufplotten soll oder so. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist nicht bügelbar. Also vielleicht lasse ich das auch einfach lieber. Genau, dann habe ich noch was für den Adventskalender von meiner Kleinen geholt, und zwar diesen Block. Da sind nämlich richtig coole Papiere drin und auch diese ganzen Tags und ja, alle Sachen, die sie sich halt so ausschneiden kann, mit Glitzer, ohne Glitzer, Lama, alles Mögliche. Und da sind ja wirklich viele, viele Karten hier hinten drin, Sachen, die man auslösen kann oder eben ausschneiden. Den Block fand ich auch sehr, sehr cool. Der kommt in den Kalender und hat gekostet 1,12 €. Damit kann ich nichts falsch machen. Und dann habe ich noch eine Karte gesehen und es ist eigentlich Schande über mein Haupt, dass ich Karten kaufe, ne? Weil ich die ja eigentlich selber bastel und da auch nicht ganz so unbegabt bin, würde ich meinen. Aber hallo, jede Konsole, da ist sogar ein Gameboy und PlayStation, verschiedene Controller, eine Maus, ein Joystick und so weiter und dann so mit so einem Schüttelelement. Ich fand die mega cool und ja, die werde ich auf jeden Fall verschenken. Ich weiß auch schon, an wen die geht. Die wird wahrscheinlich noch ein paar Monate hier rumfliegen, aber ich fand die so, so cool, dass die auf jeden Fall mitkostet. Die hat auch nicht viel gekostet, 85 Cent, damit konnte ich dann auch nichts falsch machen. Genau. Dann habe ich mir noch einen Jahresplaner geholt für nächstes Jahr. Ich brauchte unbedingt was Kleines, was ich mit mir mittragen kann. Ich habe zwar einen Kalender für mein Handy, aber es ist ja so, dass ich wichtige Termine mache und die Termine mit Kunden mache und das nicht nur irgendwas für mich ist. Und mir ist es total wichtig, meine Termine einzuhalten. Es ist einfach unzuverlässig, da nicht irgendwas nicht einzuhalten. Und jetzt hat mein Kalender so eine dumme Angewohnheit und verschluckt die Termine. Auf einmal gucke ich rein und weiß, okay, wisst, ich habe einen Termin mit dem und dem, aber ich weiß nicht mit wem, weil mein Kalender das weggeschmissen hat. Ich habe jetzt auch geguckt, da ist ein Fehler im System, das kann behoben werden, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen und einfach meine ganzen Termine nochmal ja, separat notieren. Und das Ding nimmt jetzt nicht viel Platz weg. Das ist in Ordnung, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Gekostet hat der. Was hat er denn gekostet? Wo steht denn der? Muss ich kurz suchen. Glückwunschkarte. Jahresplaner, 89 Cent. Leute, damit kann ich ja nur wirklich nichts falsch machen. So, dann durften Lebkuchenherzen mit. Die liebe ich abgöttisch und mein Partner auch so. Und zwar nur die,
Mit der schwarzen Schokolade, weil die vegan sind. Und ja, mit dieser Füllung. Die gibt es auch ohne Füllung, aber da sind sie nur halb so gut. Und es ist tatsächlich die allererste Packung Lebkuchen, die ich dieses Jahr kaufe. Normalerweise kaufe ich im August, wenn die in den Supermarkt kommen. Ich habe ja dieses Jahr noch im Supermarkt gearbeitet, also im Discounter, und habe immer, sobald die aufgebaut wurden, in der Woche die ersten Lebkuchen geholt, habe die dann gegessen, weil die natürlich noch viel, viel frischer waren, und habe dann bis Weihnachten nichts mehr gegessen. Aber jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, bis Ende November zu warten. Die haben 75 Cent gekostet. Und dann habe ich noch so ein bisschen Kreativgedöns gekauft. Und zwar habe ich einmal diese Box mit Polymer Clay geholt, also quasi wie Fimo eigentlich. Das ist eine, ja, eine Knete, die geformt wird, dann wird sie gebacken und dann härtet sie eben aus. Da ist auch noch so ein bisschen Material drin. Die ganze Box hat 5,99 gekostet. Das ist ein richtig spottbilliger Preis. Wenn ich überlege, bei Fimo ist immer ein so ein Block eine Einheit und kostet mittlerweile um die 3 Euro. Und wenn du dann siehst, wie viele verschiedene Farben du hier drin hast und was du damit alles werkeln kannst, dann kommst du natürlich schon weit. Und ich möchte damit noch Weihnachtsgeschenke basteln. Ich habe nämlich eine richtig, richtig coole Idee auf Pinterest gesehen und dachte mir, hey, das ist eine richtig gute Sache. Das mache ich, deswegen muss das mit. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genügend Fimo. Ich zeige euch das, oder Polymer Clay, sage ich mal. Ich zeige euch das mal, weil irgendwie habe ich vergessen, dass ich das letzte halbe Jahr bei Action auch schon geholt habe. Das ist quasi eine Dose, die ist randvoll mit allen Packungen, die schon offen sind, mit denen ich gerade werke. Dann hatte ich mir diese kleinen hier geholt. Und dann hatte ich mir den Haufen noch geholt. Also ich bin, Leute, ich bin bestens ausgestattet, was das angeht. Aber manchmal habe ich so eine Phase, da liebe ich es einfach, mit Fimo zu werkeln. Und ich mache dann da einfach Schmuck draus oder eben andere Sachen, die ich verschenke. Zum Beispiel habe ich hier solche kleinen süßen Donuts gemacht und an Ohrringe gehangen, was ich auch richtig cool finde. Ich habe gerade mal meine Box rausgeholt. Ich habe auch mal solche Karotten hier gemacht, die dann eigentlich auch als Ohrring nutzbar sind, weil ich solche Häkchen dran gemacht habe. Dann gibt es verschiedene Muffins, die ich daraus mache oder eben kleine Törtchen. Hier habe ich auch noch so einen ganzen Beutel mit Krimskrams, den ich damals alles hergestellt habe. Kleine Sushis und Tortenstücke. Die Erdbeere ist nicht schön geworden. Aber auch solche kleinen süßen Muffins und so ein Kram. Ich liebe das. Manchmal habe ich wirklich so eine Phase, da habe ich richtig Bock auf Fimo. Und meine ganzen Fimo-Packungen, die ich bislang hatte, sind leider alle eingetrocknet. Irgendwie habe ich das Gefühl, Fimo trocknet sehr, sehr schnell ein. Genau, 5,99. Ich kann da wieder das nächste Dreivierteljahr mit rumwerkeln. Und dann habe ich mir noch diese Wachspens geholt, denn ich möchte zu Weihnachten machen wir immer so ein paar Kleinigkeiten selber, die wir dann verschenken. Wir kaufen eigentlich keine großen Weihnachtsgeschenke mehr, sondern machen immer selber irgendwelche Sachen. Und ich finde es immer cool, ein Projekt zu starten, wo die Kinder eben mit basteln können. Und jetzt haben wir quasi solche kleinen, ja, solche kleinen Kugelhüpfer aus Gips gegossen, wo da eine Kerze reinkommt und die Kerze sollen eben verziert werden. Deswegen habe ich mir die Wachspens mitgenommen, um zu schauen, wie gut die sind und ob die funktionieren. Die haben jeweils nur 1 Euro und lasst mich gucken, 1,36 gekostet. Also eigentlich ist es ein Schnapper. Und ich habe die auch schon gleich ausprobiert, Leute. Und ich zeige euch, wie das aussieht. Ja, das sieht so aus. Also ich muss sagen, wenn das Wachs getrocknet ist, dann fühlt sich das richtig gut an. Das ist auch nicht mehr zu verkratzen und das ist auch schön fest, so wenn man das einpackt, dass das sich irgendwo an der Folie klebt. Aber was ich jetzt auch hatte, also erstmal tropft das ganze Zeug hier raus. Ich wollte wirklich von jeder Sorte 3 schöne Punkte hier hinkriegen. Ich habe aber gesagt, ich lasse das so und zeige euch das. Das tropft ganz schön raus. Das heißt, die müssen immer hochkant gelagert werden, dass da nicht auf einmal bei Öffnen der Flasche alles rausploppt. Und dann hatte ich auch hier solche Unfallkategorien wie einmal das Gold beispielsweise. Da ist halt nur so ein Schrott rausgekommen. Und dann ist ein Riesenhaufen rausgekommen. Ich bin ja froh, ich habe ja von mehreren, also es gibt ja leider nicht zwei, drei verschiedene Packungen, wo dann andere Farben drin sind. Das heißt, ich habe zweimal weiß, ich habe dreimal Gold, ich habe dreimal Silber. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich wollte halt auch, ja, Schwarz-Weiß-Gold-Silber haben und Grün und
Rot und ich wollte eben auch Blau haben. Deswegen habe ich die Hälfte doppelt. Gut, kann ich verschenken oder ich verwerte sie einfach. Und wenn ich dann hier so einen Unfall am Start habe, dann tut es nicht ganz so weh, weil ich trotzdem werkeln kann. Aber ich muss sagen, von der Farbe gefällt mir das richtig, richtig gut. Das ist so ein schönes Königsblau und das ist alles, das sind solche schönen satten Farben, die eben auch matt austrocknen. Nur halt diese Gold- und Silbertöne, die glänzen schön. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich mit zufrieden. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, das Ganze auf eine Kerze zu malen. Da hatte ich noch keine Zeit für. Ich wollte das erstmal so swatchen und muss sagen, damit bin ich eigentlich echt zufrieden. Dann war ich tatsächlich nochmal beim Action, habe nochmal ein paar Kleinigkeiten gefunden, weil ich einfach etwas mehr Zeit hatte zum Shoppen. Ich habe den Kassenzettel wieder hier liegen und lege einfach los. Ich habe mir zum ersten so ein Platzset geholt in rosa Gold. Lass mich mal gucken. Das Ganze hat gekostet. Wo ist es? Wo ist es? 1,39. Und es ist so, ja, so ein Kunstleder hier hinten und dann einfach so eine Glitzerschicht. Für die Weihnachtsdeko fand ich das eigentlich ganz cool. So, dann habe ich mir nochmal hier diese Nudeln geholt. Viermal. Die hole ich irgendwie jedes Mal und ich hole auch irgendwie immer vier Stück davon, weil ich die so zwischendurch mal ganz gerne esse, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Die haben jeweils 34 Cent gekostet. Dafür kann man also nicht meckern. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind die sogar vegan. Dann habe ich mir diese Augenmasken geholt. Das sind vier Stück drin, also vier Sets. Und im Normalfall sind da ja immer wesentlich weniger drin. Also meistens ist das ja immer so eine Einerpackung für einen Euro rund. Die haben 99 Cent gekostet und es sind tatsächlich vier Stück drin. Und ich liebe alles, was nach Cucumber, also nach Gurke riecht, mag ich total gerne. Deswegen durften die mit, weil ich habe gemerkt, dass ich mir viel zu wenig, ich sag mal, Auszeit gönne, Chillung gönne. Und ja, deswegen bin ich gerade vermehrt dabei, mal so ein paar Masken zu holen, um wirklich regelmäßig, also so alle 2 Tage mal was aufzulegen, um einfach so ein bisschen runterzukommen, zu chillen. Und dafür ist das ganz gut. Dann habe ich mir diese Lippenmaske geholt. Die hat gekostet, ich glaube, um 1 Euro rum. Lippenmaske, genau, 69 Cent hat die gekostet. Kann ich auch noch nichts dazu sagen, ob die gut ist oder nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass da immer nur eine drin ist. Ich fände es irgendwie wesentlich besser, wenn da mehrere drin wären. Da würde ich auch mehr zahlen. Sehr, sehr gerne. Oh, ich sehe sogar, ist vegan. Perfekt, wunderbar. Genau, ich glaube, ich kann die sogar aufmachen, weil die hier drin nochmal separat verpackt ist. Genau, die ist halt nochmal in so einem Plastik-Cheat drin. Das wird wahrscheinlich auch die nächste sein, die ich verwenden werde, weil die Flüssigkeit nämlich auch hier jetzt rausläuft. Riecht aber recht neutral eigentlich. Ich habe gestern zum ersten Mal so eine Lippenmaske ausprobiert und das fand ich sehr, sehr angenehm. Genau, deswegen durfte die mit einmal zum Ausprobieren. Dann, wenn wir gerade schon beim Thema Masken sind, habe ich, wo sind sie denn hier, diese noch mitgenommen. Und zwar sind da 7 Masken drin. Die haben gekostet 2,79, was eigentlich ein echt Top-Preis ist für 7 Masken. Also das sind solche Gesichtsmasken mit solchen, ja, solche Tuchmasken einfach. Für jeden Wochentag eine andere Sorte. Na, möchte nicht aufgehen. Und für 2,79 war das eigentlich ein perfekter Preis. Wenn die jetzt noch gut sind, dann hat es sich ja gelohnt. So, genau, die sind dann alle sogar beschriftet, was ich total cool finde. Auch so als Goodie zum Verschenken finde ich das richtig schön. Und so von der Farbe her passt es auch. Gefällt mir. Muss nur noch gut funktionieren. Genau, das war's an Masken und so weiter. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Dekokram geholt und Bastelkram. Zum einen habe ich einfach mal hier diese Lichterkette geholt. Die würde ich gerne auch in meinen Videos platzieren. Sieht bestimmt ganz gut aus. Ja, genau, da kommen 2 normale AA-Batterien rein. Die habe ich einmal in, ja, was ist denn das? Kupfer-Roségold geholt und einmal in Weiß. Die haben jeweils 2,49 € gekostet. Genau. Dann habe ich, und das habe ich heute zum ersten Mal gesehen, diesen Papiertrimmer geholt, diesen Mini-Papiertrimmer. Der hat gekostet 1,49 €.
Ich weiß noch nicht, ob der gut ist. Maximal 5 Seiten, 80 Gramm Maturpapier. Also ich weiß noch nicht, wie gut das ist. Aber mir ist es sehr, ja, sehr, ich finde es eigentlich sehr gut, mal solche Kleinigkeiten hier liegen zu haben, wo ich dann mal schnell was machen kann und nicht immer meinen Riesenhebelschneider holen muss. Was mir jetzt aber gleich auffällt, erstmal natürlich kann ich das hier nicht verlängern. Das heißt, ich habe hier maximal die Möglichkeit bis 6, ja, was ist das denn? 6,5 Zentimeter in etwa das Ganze abzumessen und 2,3 auf der anderen Seite. Dann bleibt das immer sehr stabil zu. Aber da werde ich hier oben, nee, wo ist denn das? Oben oder unten? Diesen kleinen Nupsi hier abfeilen. Wahrscheinlich mit so einem Elektrofeiler, damit das Ganze einfacher auf und zu geht und nicht so krass ineinander justiert. Weil ich finde, das ist einfach besser und schneller zu handeln, wenn das so geht. Was ich halt natürlich sehr, sehr krass finde, ist, dass dieses Messer hier quasi für 1,49 mitgeliefert wird. Jetzt würde mich total interessieren, ob das kompatibel ist mit dem Schneidebrett von Stampin' Up, weil ganz ehrlich, da kostet eine Klinge, also natürlich wäre das jetzt echt krass, nur für die Klingen, dieses ganze Ding hier, das ganze riesen Plastikteil zu holen, aber ich glaube, die Plastikklingen, da kosten 4 Stück um die 15 Euro von Stampin' Up, ne? Also das muss man sich echt mal vorstellen, ob das passt. Na, sieht ein bisschen anders aus, wobei, so geht es rein. Leute, ich glaube, das ist genau das Gleiche. Oh, das wäre so krass. Aber da sieht man einfach mal, wie hardcore teuer manche Sachen sind. Ja, ich krieg's rein. Sogar relativ easy. Nö, geht doch nicht rein. Muss ich nachher, glaube ich, mal in Ruhe versuchen, ob ich das reinbekomme. Ah, doch, es geht rein. Und ich probiere das Ganze jetzt aus, wie gut das funktioniert. Ja, perfekt. Also, ganz im Ernst. Ich finde das Schneidebrett wirklich toll. Ich mag das sehr gerne. Und ich mag das auch sehr, sehr gerne, dass man in der Mitte vom Papier einfach ja auch Schnitte setzen kann. Und nicht wie bei einem Hebelschneider beispielsweise das ganze Papier durchschneidet. Aber, jetzt muss ich mal gucken. Genau. So. Aber was ich halt wirklich, wirklich krass finde, sind einfach auch die Preise von den Klingen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie lange diese Klinge mir hält. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber dass die Klingen aufeinander passen oder an das andere Schneidebrett passen, ist ja irgendwie schon Zeichen genug dafür, dass man mal sieht, wie viel Geld man einfach ausgibt für manche Produkte. So, das schneide ich jetzt auch noch in diesen Gerät hier. Ja, ist ein bisschen schwerfällig, weil es ein bisschen stark in der Schiene liegt, aber schneiden tut es genauso wie gedacht. Und man kann, ja, ist schon nicht schlecht so. Was ich halt richtig gut finde, ist, dass hier solche Anti-Rutschpunkte sind, dass man das Ganze gut liegen lassen kann. Man kann halt wirklich Kleinigkeiten hier einfach mal zurechtschneiden. Ob und wie sehr das in Einsatz kommt, weiß ich nicht, weil ich habe natürlich auch noch eine mittlere Größe, aber so zum Probieren fand ich das mal nicht schlecht. Für 1,50 kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und selbst wenn ich das niemals verwenden werde, ja, werde ich wahrscheinlich diese Klinge auf jeden Fall benutzen. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass man sich einfach hier noch eine Falzklinge mit reinmacht. Also so ein Falz, Falzklinge. So ein Falzschieber einfach mit reinmacht. Genau, aber sehr, sehr interessant und sehr cool, dass es das gibt. Dann habe ich noch einmal Diamond Painting mitgenommen, weil meine Tochter Faultiere so sehr liebt. Und ich dachte, das packe ich in den Adventskalender. Das ganze Ding hat gekostet 99 Cent. Dann habe ich noch hier dieses Twin Sketchbook geholt. Da muss ich mal kurz nach dem Preis gucken. Ich glaube, finde ich nicht. Doch, 1,99 €. Hier sind zwei verschiedene Papiere drin. Einmal 35 und einmal 25. Mit einer 190er und einer 200er Grammatur. Ich muss sagen, die sind schon sehr, sehr cool. Also das ist halt schon sehr, sehr dickes Papier. Ich fände es sehr gut, wenn man hier wirklich gut mit Alkoholmarkern malen
könnte. Das ist ja die Frage, ob das geht. Aber das Aquarellpapier hier vorne finde ich zumindest mal von der Haptik her und von der Farbe sehr, sehr schön. Das Ganze ist perforiert, das heißt, es kann ich relativ gut raustrennen. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich das nicht hier in dem Buch bemalen und dann da drin lassen. Ich würde das wahrscheinlich eh austrennen und das dann für Koloration von Stempelabdrücken benutzen oder vielleicht als Hintergrundpapier. Das muss ich einfach mal schauen, wie gut das reagiert. Wobei, ganz ehrlich, können wir ja einmal mal kurz machen. Einmal ein Hallo. Also ich finde so das verhält sich schon recht gut, muss ich sagen. Das druckt nicht durch. Natürlich könnte man jetzt noch gucken, wie gut sich das verwischen lässt, aber ich habe jetzt keinen Wassermarker hier. Ich habe jetzt nur diesen Verblender von Caring Marker da. Aber das lässt sich richtig gut verblenden, muss ich sagen. Das zieht auch nicht sofort ins Papier ein, sodass ich, seht ihr das, ich kann das so verblenden, dass man gar nicht mehr genau sieht, wo diese Kanten lagen. Also so an sich. Macht das schon mal einen ersten guten Eindruck? Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch noch mit einem Alkoholmarker probieren, wobei das ja hier offensichtlich Aquarellpapier ist. Ja, das sieht auch gut ein. Zieht nicht schlecht ein, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wie sieht denn das aus, wenn ich da noch mal drüber gehe? Ja, ist halt die Frage, ob wie sich das jetzt in ein, zwei Minuten verhält, wenn ob sich das ineinander zieht quasi und man dann diesen Übergang nicht mehr sieht. Aber ich kann mir auch mal kurz das andere Papier anschauen. Oh, das lässt sich sehr gut malen, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr. Hier ist natürlich auch die Frage, wie man hinter die Übergänge sieht oder ob das so ineinander fließt. Bei Alkoholmarkern, bei einem guten Alkoholmarkerpapier sieht man halt diese jeweiligen Streifen nicht mehr, weil das dann eine Fläche wird. Also es fühlt sich zumindest mal sehr gut an, damit zu malen. Jetzt schauen wir mal, wie es mit den Aquarellmarker aussieht. Aber die auch, die finde ich cool. Das malt sich richtig gut. Also, und das lässt sich auch vermalen. Wobei, da sehe ich dann hinterher noch hier die Linie, wo die Schrift gewesen ist. Ja, also solides Papier, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Das hier geht nicht ineinander, aber so für Aquarellfarbe finde ich das, glaube ich, ganz cool. Genau, also deswegen durfte das damit. Und dann habe ich noch ein Geschenk geholt für Weihnachten, so eine Kleinigkeit einfach, die ich gerne noch mit ja, dazu schenken möchte. Und zwar ist es so ein Gipsset. Das heißt, da sind solche Molds drin. Das kann man dann dieses Gipspulver, was dabei ist, anrühren mit Wasser, das dann da reingießen. Das trocknet ja sehr, sehr schnell. Gips trocknet immer sehr schnell. Und ich habe solche Formen auch schon ja, mit handelsüblichem, also baumarktüblichem Gips verwendet. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Und ich war erst letztens im Baumarkt, um das Ganze zu kaufen, allerdings für ein anderes Geschenk. Da kosten 2,5 Kilo, nee, 1,5 Kilo Gips kosten 2,50, 1,50. Da kriegst du halt Unmengen dieser Formen hin. Und ja, kannst sie dann hinterher super ausmalen. Genau. Ja, das habe ich, wie gesagt, für Weihnachten geholt, um es zu verschenken. Und das war, oh, das hat 4,98 € gekostet. Genau. Genau, und das war auch schon mein Action-Haul für heute. Es ist ja eigentlich doch ganz viel zusammengekommen mit diesem Mal und mit dem Mal vom letzten Einkauf, den ich dort hatte. Ich muss sagen, so viele neuen Sachen gab es jetzt eigentlich nicht, aber die Sachen, die ich gefunden habe, gefallen mir eigentlich ganz gut. Ein paar Sachen sind mir vorher auch nicht aufgefallen, aber man geht ja auch manchmal mit ganz anderen Wünschen dort einkaufen. Und gerade jetzt vor Weihnachten ist es bei mir halt so, dass ich ja schon mit dem Wunsch hingehe oder mit dem Ziel hingehe, so die ein oder andere Kleinigkeit noch für ein paar Geschenke dazu zu holen. Und dementsprechend bin ich mit meiner Ausbeute ganz zufrieden. Genau. Ich freue mich natürlich sehr über eure Meinung dazu. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit und macht's gut. Eure Steffi.